So, willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana 2. Diesmal mache ich schneller, damit es nicht 30 Sekunden dauert. Also beim letzten Mal haben wir den König Richard befreit vor den Altena-Kämpfern und außerdem haben wir Koren kennengelernt. Koren heißt der Typ. Koren dann eben. Und wir haben Duran kennengelernt. Ach ja, mein eigentlicher Lieblingscharakter, aber naja, ich habe ja diesmal dich entscheiden lassen, wen wir mitnehmen. Haha, ich weiß noch. Die komische. Nee, das führe ich nicht aus. Oder doch, die komische Bitch links unten haben wir gewählt. Ja, und die komische Bitch rechts unten auch? Warum? Du hast doch gar kein Geld dafür. Oh, warte, das ist so billig. Ey, du hast auch regelmäßig diese Soundkratzer, oder? Nein. Nicht? Warum habe ich sie dann in der Aufnahme gehört? Pech gehabt. So. Ich hab dich überlistet. Verdammt, falsches Menü. Ich tu eben mal ausrüsten und dann gucken wir mal, dass wir uns auf dem Weg zu... Wo ist denn der Windkorridor eigentlich? Ja, westlich von Rolante. Ach ja, dann wieder durch die Maulwurfshügel oder so? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Tja, ich weiß es aber noch. Und blöderweise habe ich das beim letzten Mal in der letzten Folge gespoilert, ohne dass ich es wollte. Wir müssen jetzt irgendwas machen, was auch immer, damit der komische Cousin von Bon Voyage auftaucht. Im Innenhof beim Königreich. Und das sage ich nur, weil ich bei meinem eigenen Durchspielen, ich habe nicht viel von dem Spiel gespielt, aber das hat mich richtig aufgeregt. Irgendwie, was weiß ich, 5 Tage war ich hier an genau dieser Stelle gefangen. Gefangen, weil ich wusste, was ich machen sollte. Tja, Online-Hilfen sind schon ziemlich klasse, oder? Tja, ja, gut. Boah, ich muss öfter mal Luft holen. Oh, scheiße. So. Ja, ich spiel noch. Ja. Du redest wieder mit keinem Dorfbewohner. Die denken, wir sind übelst die Assis, aber... Tja... Oh, Bon Voyage? Nein, ich bin sein Bruder. Bonjour. Bonjour. Wenn ihr zurück nach Maya wollt, könnt ihr die Kanone benutzen. Sie ist aber noch nicht präpariert. Kommt später wieder. Ja, ja, du wie Mistkerl. Präparieren wir sie? Wie wohl? Keine Ahnung. Doch, mit der Haut von Maulwürfen. Wetten? Nein. Das heißt, im Klartext, wir gehen jetzt leveln, oder? Ach, hier war die. Das Leben einer Person ist zu 99% Schicksal. Das letzte 1% ist die Hoffnung, die du in dir trägst. Du siehst aus, als ob du eine Wahrsagerin gebrauchen könntest. Lass es mich mal versuchen. Das laber ich immer vorher. Das ist schon mein Anfang. Ich kann nichts sehen, außer dieser kleinen Feder. Die nervt... Ja, eine Fee, wie die da. Oh, warte. Sehe ich jetzt doppelt? Mein Gott! Eine echte Fee! Ah! Tut mir leid. Immer wenn ich in jemandem bin, wird deren Zukunft ungewiss. Tja, ja. Ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen. Tut mir leid, wir sind fertig. Alles klar, manches. Ich bekomme auch ein Kind. Ja, ich liebe Stimmen zu machen. Ich liebe das. Absolut. Tja. Warst du schneller als ich? Nein, ich war schneller als du. Wo gehen wir jetzt hin? Nochmal zum König. Mann, wir waren schon shoppen, wir haben alles gemacht. Nein, das hat er schon gesagt. Wir müssen nach Palu. Bla 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 bla. Wo ist denn Palu? Ich denke mal, wir müssen
wohl zurück in die Maulwurfsfelder, wa? Ich denke mal, da könntest du möglicherweise unter Umständen recht haben. Oder wir müssen mal nach Duran gucken eben. Weil irgendwas war da noch mit Duran, das weiß ich auch noch. Vielleicht ist er in den komischen Maulwurfsfeldern. Lauf doch nicht weiter, hallo. Lauf doch nicht zurück, hallo. Was ist denn mit dir los, ey? Manchmal stimmt bei dir was nicht. Wo ist denn das hier? Sind wir gerade bei Leuten hinten eingebrochen? Du. Hast du Duran gesehen? Aber wir kommen nicht zurück, stimmt's? Seufz. Oh. Erzähl das nur nicht, denn irgendwas mit der Schwester. Tja. Oh. Selber schuld. Wie, was? Warte mal, hier unten waren wir noch nicht lang gegangen. So, hey, diese Maulwurfs-Dinger. Hattest du gerade denselben Einfall wie ich? Mach einfach Magie auf alle. Ey, wenn die Magie da ist, ja, dann sind alle schon tot. Das war bei mir immer so. Yes. Aber die bringen ganz schön Erfahrung, ja. Respektabel, Dornenwespe, fick dich. Dam 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 dam. Guck dir mal diese Beißerchen an, ey. Ich dachte, die pflücken nur Honig. Warum greifen die uns an? Jetzt Balzzeit, die müssen sich bei den, was weiß ich, männlichen Bienen behaupten. Andersrum. Ach, warte, Bienen. Ahahaha, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Tja, nein, es hat uns nichts gebracht, hierher zu laufen. Ich weiß. Und, ich weiß. Ratlos. Bist du auch ratlos? Ich weiß noch, dass ich ja ratlos war. Dann bin ich irgendwo die ganze Zeit rumgelaufen. Und dann am Ende hatte dieser Typ seine Kanone ausgepackt. Ich glaube, das ist ein Event, das getriggert wird, wenn einmal Nacht und Tag rum sind. Das würde ich jetzt raten. Hat das eben nur 12 Schaden abgezogen, mein Ultimate oder was auch immer? Ole! Warte mal. Kommt jetzt. Yes! Rocky! Rocky! Juwelenregen! Rocky macht. Und das Lustige ist, der macht genauso viel Schaden wie der andere. Auf alle Gegner! Und die Minos-Typen, also diese Maulwurfstypen, sind dagegen so ziemlich immun. Tja, neue Schaden. Ja, ist verständlich, sind ja auch Maulwürfe. Ja, aber selbstverständlich hättest du das deswegen nicht machen sollen. Ich wollte das aber mal unseren Zuschauern zeigen, wie das aussieht. Ups, Alter. Bist du nicht ein freundliches Kerlchen, ja? So rücksichtsvoll. Gar nicht. Oh, warte. Ich hätte mich irgendwie verplappert, wenn ich damit weitergemacht hätte. Füße. Bumm. War ein Schaden, wissen mich. Mieses Vieh. Oh mein Gott. So ein schönes Gebiet. So ein wunderschönes Gebiet. Findest du auch das sehr farbenfroh hier? Mhm. Lalalalalala, ich trinke gar nichts. Ich trinke ja über... Bist du gerade da zweimal reingesprungen? Ja. Warst du abgelenkt durch das Plätschern von Wasser? Ja. Ach ja. Wir sind ja so unprofessionell. Ach warte, ich bin unprofessionell. Ich esse und trinke in meinen Let's Plays. Whoa, unacceptable. Entschuldigung.
Ich fühle mich einfach gemütlicher, wenn ich esse und trinke. Und besonders esse, natürlich. Bam, 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 badadam, bam, badadam, badadam, bam, badadam, badadam. Was kommt als nächstes? Du machst ein Karaoke-Video oder was? Hui! Übrigens, wolltet ihr schon immer mal vier Pappnasen singen hören? Dann am besten, ihr abonniert uns und sorgt dafür, dass wir in den nächsten 2 Wochen 100 Abonnenten bekommen. Denn dann kommt ein Karaoke-Special von uns Vieren. Ist das nicht was Tolles? Oh, warte. Das muss ich aber noch mit dem bereden. Besonders Helsing, der kann immer gut singen. Der verzaubert alle mit seiner wunderschönen Singstimme. Ja, total. Nicht. Wenn du da reinspringst, dann kommst du... Soll das ein Witz sein? Wenn du da oben reinspringst, kommst du unten rechts raus. Und wenn du da unten rechts reinspringst, kommst du unten raus. Ach, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ist das nicht toll? Wie wär's, wenn wir... Es wird jetzt Nacht. Wir gehen einfach zurück zu Bonjour. Und guck mal. Hat er schon seine Kanone präpariert? Ich schlag die ganze Zeit einen Baum. Warum sagst du mir nichts? Weil ich das lustig finde. Ach ja, das findest du also lustig. Ja. So eine arme Amazone mit einem Speer, die gegen einen Baum haut. Weißt du was? Wenn du jetzt in das Loch springst, ne? Ich hab's noch gelassen. Noch habe ich mich unter Kontrolle. Aber diese komischen Dornenwespenkrieger da... Warte, ich bin der Typ mit dem wenigen... Yay! Awesome. Ist das... Achso, du. Awesome. Und ich kann... Ja. Egal, machen wir Agilität hoch. Ja, yeah. Awesome. Ach ja, machen wir Agilität hoch. Dann... Ach ja, komm, bitte Bonjour, bitte. Mach doch nicht sowas Dummes. Immer toll, wie wir uns abwechseln. Einmal gehe ich aus dem Screen raus, das nächste Mal du und ich kämpfe. Achso, wir müssen sowieso heilen, ja. Jupp. Wisst ihr, was diese kleinen orangenen Blumenbeet-ähnlichen Teile sind? Da könnte man rein theoretisch Samen einpflanzen. Wenn wir nicht jedes Mal die Kisten übersehen, sag ich mal, würden. Beziehungsweise Helsing. Der geht nämlich dann weiter. Sonst hättet ihr das auch mal sehen können. Ist ganz cool. Kann man auch Late-Game-Items bekommen, glaube ich. Oder? Oder? Nicht wirklich, nein. Oh. Du kommst dann so für den Anfang ziemlich starke Waffen. Oh. Nein, er sagt immer noch dasselbe. Du bist ein Assi, weißt du, Bonjour. Hier muss doch irgendwo was sein. Hier muss irgendwo was sein. Wir durchsuchen jetzt dieses verdammte Schloss, selbst wenn das hier ewig dauern wird. Ey, also ich wer von nicht uns auf. Hat stärkere Nerven? Komm. Es tut mir jetzt leid für alle, die das hier sehen, aber da müsst ihr durch. Mann, in dem Schloss ist nix. Ja, ich hab den Nervenkrieg gewonnen. Es ist nix in diesem scheiß Schloss, tut mir leid, aber... Werden wir doch gleich sehen. Werden wir doch gleich... Verdammt, wir sind hier. Jetzt bist du beim Thronsaal. Und auf der anderen Seite ist genau dasselbe. Scheiße. Ja, das kommt davon, wenn man auf Onkel Helsing nicht hören will, ne? Ja, Onkel ja. Onkel Helsing. Ja, Onkel Helsing. Ja, Pech gehabt. Fick dich. Jetzt lass das. Hier muss doch was sein. Hier muss einfach was sein. Guck mal, wo ich... Oh, Mann. Immer wenn ich außerhalb des Screens bin, kann ich nicht mehr weiterlaufen. So, wir quatschen jetzt jeden alten verdammten Opa, der hier ist, an. Dieses Wokenas Bücherei. Wow, der hätte ich nicht erwartet, wirklich. Klassenwechselanleitung, lol. Wie,
Kraft der Mannensteine kann die Entwicklungsstufe einer Person verbessern. Maximal 2 Wechsel sind möglich. Einer ab Level 18 und der andere ab Level 38. Doch ist der zweite Wechsel versiegelt aufgrund seiner unglaublichen Kraft. Um den zweiten Wechsel zu vollziehen, musst du die Items finden, die das Siegel brechen können. Ja. Was ihr Monsteranleitungen verfasst in einer alten Sprache. Einschließlich Illustrationen vom Pogo-Pusche, Pilzkopf und mehr. Jeder will die Pogo-Pusche ganz genau betrachten. Ich will einen Pogo-Puschel als Haustier haben. Die sind noch voll süß. Oh ja, nee, der will den ganzen Tag nur rumpogen. Karl? Sprichst du jeden so an? Wieso redet der nicht mit uns? Der redet mit uns, der ist nur zu unfähig, um an die Theke zu gehen. Hier sind Gäste, Spaßkopf. Oh, jetzt habe ich schon wieder sowas. Stell dir mal vor. Ich lasse dieses Buch über den Mana-Baum. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann mal sehen werde. Nein. Du nicht, ich ja. Stell mal vor, wenn das hier relevant ist. Guck mal, dieser Entschuldigung. Oh, das war gar nicht ich. So eine Eingänge sind doch richtig böse. Sowas übersehe ich persönlich immer. Wir überlegen, bald nach Wendel zu gehen, damit der Priester des Lichtes unser Kind tauft. Ja, wir sind richtige reiche Kerle. Es ist unser erstes Kind. Wir hoffen, den Segen der Mana-Götter zu erhalten, selbst wenn die gerade am Abkratzen ist, aber naja. Ist sie nicht. Wir schaffen das. Und du bist... Ey, auf dem Hof steht eine große Kanone? Nein. Nein, ist nicht ihr Ernst. Loki, der sich selbst opferte, um den Drachenkaiser zu besiegen, war ein großartiger Held. Da stand ein großer Held. Ich weiß, aber großartig klingt trotzdem noch besser. Und wer war Loki? Fick dich, das war irgendein Gott. Nein. Irgendein Drachenkrieger vermutlich. Nein, Durans Vater. Loki! Ja. Du kennst doch nicht die Geschichte von Loki, oder? Ich bin eine Magierin, ich weiß sowas. Oh, warte. Ich hab nur durch diese komischen Geister... Ey, das ist das, was das Event triggert? Bonjour. Die Kanone von meinem Bruder ist fertig aufgestellt. Bereit für den Flug nach Maya? Wir fliegen nicht nach Maya, oder? Auf geht's. Ich find cool, dass so ein bisschen Schießpulver für die Ewigkeit reicht, ja? Das kann man sogar auf Gegner einsetzen. Was? Was? Kann man das? Mhm. Mach mal. Boom. Rein theoretisch wären wir jetzt voll im Wasser gelandet. Aber wir landen genau da, wo die andere Kanone aufgestellt ist. Was für ein unglaublicher Zufall. Der hat scheinbar zielen gelernt, der nicht Loki. Ach, Mensch. Oh Gott, Bonjour. Oh, mein Bruder hat euch mit seiner Kanone zurückgeschickt. Es funktioniert. Nun wird es Zeit. Für Phase 2. Ich schicke jedem, den ich kenne, so eine Kanone. Ja, was? Unser neues Kanonentransportsystem wird die Fährenindustrie aus dem Geschäft werfen. Eines Tages werden wir alle nur noch so reisen. Ja, total. Eins hast du vergessen. Das tut übelst verdammt nochmal weh, ja? Ich wollte auch gerade sagen. Also ich denke mal, das ist echt... Der hat Glück, dass wir den nicht angeklagt haben. Der hat uns mit einer Kanone durch die gesamte Umgebung hier zu Fort Kena katapultiert und zurück. Wir sind zweimal auf den Boden aufgeschlagen. Flo hat beide Arme verloren und einen Zahn und ihren Fingernagel. Wohlbemerkt ihre 10 Fingernägel, weil die ja an den Armen so dran sind. Ey, das war aber ein Theater, ja? Ja, gut. Du bist die eine Magierin. Ich würde nochmal sagen, beenden wir den Part. In der nächsten Folge versuchen wir weiterzukommen und weiter nach Palo zu reisen. Wo auch immer das liegt. Und ab zum Windkorridor beim nächsten Mal. Damit. Tschüss.